alten Österreicher, die mit dem Fallschirm aus dem Weltall gesprungen sind, Österreicher, die nach Amerika gingen, die Bodybuilding, Politik und Filmszene verändert haben. Wenn man sich Ziele steckt und den richtigen Support hat, geht alles. Ich präsentiere euch heute Johann Meyer mit seinem Ziel. Time waits for no one. Also ich habe mit dem Thai-Boxen in der Neustadt begonnen und wollte dann wissen, wo das herkommt. Und habe anstatt auf Summer Splash zu fahren nach der Matura, bin ich nach Thailand gefahren, 6 Monate. Und habe dort mit professionellen Thai-Boxern trainiert und dort auch meinen ersten professionellen Kampf absolviert. Johanns Projekt hat mich sofort gepackt, was ich davon gehört habe. Aus einer Verletzung heraus ein neues Ziel zu stecken und zu sagen, ich möchte im Lumpini-Stadion in Thailand kämpfen, dort wo dieser Sport herkommt, dort wo die stärksten Leute in diesem Sport sind und möchte dort einen guten Fight gegen einen starken Thai haben, da habe ich mir gedacht, da muss ich dabei sein. Das Projekt unterstütze ich auf jeden Fall. Ich werde immer wieder gefragt, ob ein Kampf in Bangkok im Lumpini-Stadion etwas Besonderes ist. Meine Antwort darauf ist, das ist etwas Besonderes, etwas absolut Besonderes. Ist das gleiche, wie wenn ich mich für die Olympischen Spiele qualifizieren will. Was mir besonders gut beim Johann gefällt, bei seinem Stil und ob er dort reinpasst, ist deswegen, weil er das Klassische doch auch mit etwas Unorthodoxen ein bisschen mischt. Also er nimmt auch aus dem klassischen Boxen etwas raus, also er nimmt sich verschiedenste Elemente, aber setzt das im klassischen Muay Thai dann wieder ein. Ich musste meinen letzten Thailand-Aufenthalt frühzeitig abbrechen, da mir die Wade gerissen ist. Und um mein Ziel zu erreichen, darf mir so etwas nicht mehr passieren. Deswegen arbeite ich jetzt mit Richard Stauder zusammen. Das Trainingskonzept, was ich mir für John überlegt habe, war relativ einfach. Wir müssen zurück zu den Anfängen. Wir müssen mit den Basics beginnen. Wir müssen seinen Körper richtig stark machen, widerstandsfähig, dass ihm keine Verletzungen mehr passieren. Das thailändische Klima wird am Ende seiner Vorbereitung definitiv für ihn etwas Schwierigkeiten bereiten. Und mit der Ernährung, Supplementierung und auch mit dem Training, mit dem Vorbereiteten, sollte da aber nichts passieren. Für den Mobility-Part haben wir Dalibor Nikolic ins Boot geholt. Dalibor ist auf diesem Sektor in Österreich unschlagbar. Er vereint die Kombination von einer dynamischen Bewegung und einer hohen Flexibilität. Für Johann brauche ich genau das. Ich möchte schnelle, hohe Kicks, immer wieder, schnelle Jabs, schnelle Schläge. Dafür braucht es einfach Mobility. Je besser die Mobilität des Sportlers, desto besser die Techniken, desto besser die Ausführung und vor allem die Prävention wegen Verletzungen. Nationale Vergleiche interessieren mich nicht. Ich will ins Lumpini-Stadion, wo die besten Muay Thai-Kämpfer sind und sie besiegen.